Wenn in jeder Minute einer Stunde und in jeder Stunde eines Tages alles um einen einzigen Gedanken kreist und dieser Gedanke dich auch in der Nacht wach hält, nämlich, wie kann ich schneller werden, und zwar legal? Cannondale beauftragt ein Team von 8 Ingenieuren, die mehr als 24 Monate gemeinsam mit dem Nummer 1 Cross-Country-Team der UCI-Weltrangliste darüber nachdachten und versuchten, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie viele Gelenke es braucht, um das Federelement des weltweit leichtesten Full-Suspension-Race-Bikes anzusteuern. Das Original Cannondale Skalpell schneidet sich seit 2001 seinen Weg durch die Rennen und Rekordbücher der ganzen Welt. Das Skalpell hat weltweit mehr Siege eingefahren als jedes andere vollgefederte Cross-Country-Mountainbike. Und jetzt wird es noch besser. Das Cannondale-Entwicklungsteam zog sich mit einem Stapel weißer Blätter zurück und begann, das Skalpell neu zu zeichnen. Es wurden 6 Entwürfe erstellt. 3 davon wurden in fahrbare Prototypen umgesetzt. Die siegreiche Konstruktion benutzt nun wieder das Grundprinzip der Kettenstreben mit lebendem Gelenk. Jetzt mit neu gestalteten Ketten und Sitzstreben, die aus einem neuen Carbon in einer neuen Harzmatrix bestehen. After we looked at all these different concepts and actually built a few of them, we decided on this one. We thought this was the best solution that we could provide for our customers, and the lightest weight solution as well. So we're excited about it. Im nächsten Schritt des Skalpell-Entwicklungsprozesses wurden die Prototypen in die Hände der Cannondale-Vredenstein World Cup Rennfahrer gegeben und deren Input ausgewertet. Frederik Kessiakoff und Roel Paulussen reisten extra zum Cannondale Headquarter in Bethel, Connecticut und führten dort gemeinsam mit unseren Ingenieuren viele Testfahrten und Gespräche durch. Last winter, me and Roel, we went over to the States and we tried the first prototype. We were able to ride it and immediately we had some feedback on some changes that we wanted to do. Eventually, once we got the real bike, it turned out to be even lighter than we had expected. It was stiffer than we ever could imagine. And the new bike is just, it's an improvement in every way from the current Skalpell, which was also an awesome bike. Nach mehreren Monaten voller Tests stand die endgültige Konstruktion der Skalpell fest. Und die Ergebnisse sind mehr als ermutigend. Eine Gewichtsersparnis von satten 10% im Vergleich zum bisherigen Skalpell ergab sich durch die Cannondale SI-Technologie mit Komponenten wie dem neuen Hologram SLBB30 Kurbelsatz, der einteiligen Vorbau-Gabelschaft-Rohreinheit und der Headshock Lefty Carbon SISL DLR2 mitsamt der Lefty SL-Narbe. Das vordere Rahmendreieck des Skalpell wurde mit dem Ziel besseren Handlings und höhere Effizienz in der gleichen Bauart wie beim System 6, nämlich als Monocoque aus unidirektionalen Carbonfasern ausgelegt. Es wird aber auch in einem Rahmenvorderbau aus Aluminium erhältlich sein. Die Steifigkeit ist aufgrund ausgeklügelter Rohrquerschnitte um 15% höher. Daraus ergibt sich eine außergewöhnliche Spurtreue, hervorragende Wiegetritt- und Klettereigenschaften und eine geradezu explosive Kraftübertragung. Die patentierte Schwinge nach dem EPO-Prinzip kommt ganz ohne Lager aus. Die Carbon-Konstruktion mit, wie wir es nennen, lebendem Gelenk liefert 100 mm Federweg, der voll nutzbar ist und eine harmonische, progressive Kennlinie hat.